Wir befinden uns hier an der Universitäts- und Landesbibliothek vor dem historischen Lesesaal am Innrhein. Die Bestände in diesem Lesesaal sind systematisch aufgestellt, vorwiegend Bücher und Zeitschriften. Ein besonderes Augenmerk legen wir dabei auf die sogenannten Tirolensien. Tirolensien sind Medien, die einen Tirolbezug herstellen. Das können Bücher von Tiroler Autorinnen oder Autoren sein. Das sind Medien, die sich inhaltlich mit Tirol beschäftigen oder in Tirol erschienen sind, bei dem regionalen Verlag beispielsweise. Im Projekt Zeitschrift geht es ebenfalls um Tirolensien. Das sind Zeitungen, die in Tirol erschienen sind und auch hier gelesen wurden. Diese Zeitungen sind allerdings nicht im historischen Lesesaal aufgestellt und das hat einen bestimmten Grund. Zeitungspapier ist in der Regel relativ dünn, muss speziell gebunden werden, in eigenen Ausgaben und speziell gelagert werden. Die Digitalisierung verfolgt hier zwei Ziele, einen doppelten Mehrwert sozusagen. Es geht einerseits darum, diese Bestände besser zugänglich zu machen, besser nutzbar zu machen, und zum anderen haben wir auch hier den großen Vorteil, dass wir diese Bestände auch vor dem Verfall retten können. Wir machen eine Art Sicherungskopie. Wo genau aber stehen jetzt diese alten, diese historischen Zeitungen? Das schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Nur wenige Schritte vom historischen Lesesaal entfernt befinden wir uns hier in einem der sogenannten Zeitungsmagazine der Hauptbibliothek. Es ist eine faszinierende Zeitreise, die sich in diesen Räumlichkeiten ergibt, denn hier lagern nicht nur aktuelle und laufende Zeitungsbestände, sondern auch Bestände aus dem 19. Jahrhundert aus dem Raum Nordost- und Südtirol, die in unserer Funktion als Landesbibliothek seit jeher hier gesammelt wurden. Es sind unterschiedliche Formate, die hier aufgestellt sind, vom großformatigen bekannten Blatt bis hin zu kleineren Periodika. Auch die Ausgestaltung dieser Zeitungen ist eine ganz unterschiedliche. Vom nüchternen bis zum kunstvoll gestalteten Titelblatt streckt sich da der Bogen und eröffnet einen Blick in den Wandel und in das Wesen der Medienlandschaft vor vielen, vielen Jahren. Wie kommt man aber nun zu solchen Zeitungsartikeln? Bei nicht digitalisierten Zeitungen war der Weg immer der, dass man zu uns in die Bibliothek kommen musste und sich durch die einzelnen Ausgaben der Jahre durchgearbeitet hat. Das konnte mitunter recht mühsam und recht zeitaufwendig sein. Im Projekt Zeitschrift wird versucht, diese ganzen Bestände sukzessive, kontinuierlich aufzuarbeiten, elektronisch zugänglich zu machen, weltweit und barrierefrei. Damit ermöglicht es Zeitschrift, diese Bestände, diese wahren Schätze im Zeitungsbereich noch schneller, noch attraktiver und noch besser zugänglich zu machen. Das Phänomen Radio taucht erstmals Mitte, Ende der 1920er Jahre so richtig auf und da gab es auch schon bereits zu Beginn diverse Meldungen über die Gefahrenquellen dieses neuen Mediums und so finden wir auch in den Innsbrucker Nachrichten vom 29. Mai 1926 eine hochdramatische Darstellung damaliger Ereignisse. Wie bereits erwähnt, sind diese Zeitungsbestände speziell aufgestellt und in einem eigenen Bereich hier verwahrt. Wie kommt man aber nun zu dieser digitalen Version? Welche Möglichkeit gibt es, diese gedruckten Bestände weltweit und vor allem barrierefrei zugänglich zu machen? Das sind alles Gedanken, die im Projekt Zeitschrift die wesentliche Rolle spielen. Wenn wir beispielsweise hier den Unterinntaler Boten uns etwas näher anschauen wollen, haben wir die Möglichkeit, hier ganz kurz reinzuschauen, aber der zentrale Punkt ist die Digitalisierung und auch die Durchsuchbarkeit dieser Medien. Und wie das genau funktioniert, schauen wir uns im nächsten Schritt an.
Wie ist nun der konkrete Workflow bei der Digitalisierung? Wir haben gesehen, dass die Bestände zuerst im Magazin ausgehoben werden müssen. Im Anschluss daran finden wir sie in diesem Scanraum wieder, wo mit einem Aufsichtsscanner gearbeitet wird. Dafür ist es nach wie vor notwendig, dass eine Scan-Operatorin diesen Vorgang durchführt. Ein vollautomatisierter Vorgang ist bei den gebundenen Ausgaben einer Zeitung nicht möglich. Anhand unseres bereits erwähnten Beispiels aus den Innsbrucker Nachrichten können wir uns jetzt diesen Eintrag, diesen Bericht etwas näher anschauen. Wir blättern dazu auf Seite 3. Jetzt ist das Medium im Netz und wir können diesen Artikel, das Gefahrenmoment beim Radio, online in dieser Form nachlesen. Wie man zu diesem Portal der digitalen Bibliothek kommt, wie man sich dort bewegt und wie man recherchiert, das sehen wir im nächsten Video.